Hallo, liebe Gartenroyalitäten, und willkommen zu etwas, was wir lange nicht mehr hatten. Nein, gar nicht wahr. Lego Disney Prinzessin hatten wir gar nicht so lange das letzte Mal, Ende November, glaube ich. Legends of Chima, das wäre etwas, was wir lange nicht mehr hatten. Wie dem auch sei, dieses nette Buch hier aus dem Med Verlag, den wir auch von den Bahnhofsheften, den Paperback-Heften kennen, der bringt ja ab und an noch Bücher raus. Und hier haben wir wieder eins mit einer 3D-Play-Scene, die so aussehen soll. Und die 3D-Play-Scene bei dem Harry Potter, bei der Harry Potter Box, die war ja wirklich, wirklich gut, dieses Papp-Hogwarts. Hat mich positiv überrascht. Ich sage aber gleich was dazu. Erstmal gucken wir uns dieses Cover an. Außerdem sind noch Lego-Steine drauf. Sehr gut. Wir haben Madame Potin, wir haben Tassilo, wir haben Cogsworth. Leider nicht Lumiere, was sehr schade ist. Lumiere ist, glaube ich, bis jetzt nur einmal überhaupt bei Lego Disney Prinzessin aufgetaucht, und zwar bei Bells großem Schloss für 70 Euro. Das ist etwas schade, weil Lumiere eine sehr, sehr wichtige Figur ist. Und dann kriegen wir die einfach nicht. Schon ein bisschen fies. Es sei denn, dass das... Nee, da ist kein Gesicht drauf. Naja, gut. Lego Disney Princess The Mystery Garden From a Child's Imagination. Aus der Fantasie eines... Heißt das, das Buch ist von einem Kind geschrieben worden? Und wenn ja, ist das dann Kinderarbeit? Fragen über Fragen. Noch eine Frage, die sehr groß ist in diesem Buch, ist, wo um Himmels Willen ist die Spielszene? Ich habe eine ganze Weile in dem Buch gesucht und dann ist mir aufgefallen, wo die Spielszene ist. Oder vielmehr, wo die Spielszene war. Ja, seht ihr das hier? Irgendjemand hat im Laden die Spielszene rausgetrennt und mitgenommen. Und dieses Buch war das einzige Exemplar, das die hatten. Das ist Mist. Ich meine, das war erheblich runtergesetzt. Von ursprünglich 20 Pfund auf 8 Euro. Aber das haben die wahrscheinlich selbst nicht gemerkt, weil die auch nicht wussten, dass das da drin sein sollte. Ah, das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich nicht schön. Ansonsten zum Buch. Wenn ich das mal so blätter, seht ihr, das ist kein Papier. Das ist richtig dicke Pappe, dann doppelt. Das ist halt wirklich eine klassische Kinderbuchaufmachung. Ja, das ist 100% als Kinderbuch. Hier kann man auch aufklappen. Dann sieht man von jeder Prinzessin den Raum. Ja, von 6 Stück plus Mulan und Schneewittchen sind irgendwie in gemeinsamen Räumen. Da ist es nur von einer beide Raum. Aber... ja. Eigentlich schon ein ganz, ganz nettes Feature. Ja, und ansonsten, das ist auch von der Länge, das ist halt sehr, sehr kurz, wie das halt bei Kinderbüchern so ist. Interessanterweise taucht, glaube ich, die geheimnisvolle Botin auf. Das überrascht mich. Ich dachte, die wäre ein Originalcharakter von den Blue Ocean Heften, aber nein, das ist offenbar ein Charakter von Lego. Trotzdem habe ich die noch nirgendwo als Figur gesehen. Gemein. Gemein auch den Kernfans gegenüber. Sorry, ich musste gerade die Kamera neu richten. Aber ja, das ist das. Das ist 100% Kinderbuch. Das ist wirklich, wenn ihr ein vierjähriges Mädchen oder so habt, oder auch ein Jung, ich werde da nichts zu sagen. Wenn die Disney-Prinzessinnen mögen, mögen die Disney-Prinzessinnen. Völlig okay. Überhaupt kein Thema. Aber ja, 100% Kinderbuch. Müssen wir nicht drüber reden. Aber wir haben ein bisschen Lego dabei, da müssen wir drüber reden. Wir müssten eigentlich drüber reden, wie diese schöne 3D-Play-Szene aussieht oder aussehe, wenn sie denn dabei wäre. Moment, ich muss mal eben das Ding hier aufmachen. So, das ist nämlich hier hinten zusammengeklemmt mit einer Lasche und die muss man erstmal aufkriegen. Interessant ist, keiner sagt uns, wie die Teile zusammengehören. Wir können machen, was wir wollen. Nette Blumenform übrigens, passt zu den Minifigurenformen, die wir diesen Monat auch schon mal hatten. Erstmal die Figuren, die nicht zusammenzubauen sind. Madame Putin, haben wir beim letzten Lego Disney Prinzessin Heft schon gesehen, ist dieselbe, aber Tassilo nicht. Tassilo war das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, so eine kleine Teetasse. Ja, so eine runde. Also
so rund. Jetzt haben wir einen großen Becher mit Tassilos Gesicht drauf. Interessant, also dass es die Variante auch noch gibt, weil die halt überhaupt nicht der Form von Tassilo entspricht, aber ich schätze mal, damals gab es dieses Teetassenteil noch nicht und deswegen haben die den klassischen Coffee Mug genommen. Und so kriegen wir zwei unterschiedliche Tassen. Wir können uns ja einfach vorstellen, das ist eine andere Tasse. Im Film hatten ja noch mehr Tassengesicht außer Tassilo. Der war nur der Einzige, der einen Namen hatte. Und eine bedeutende Rolle in der Story. Dann haben wir Cogsworths Gesicht. Sehr fröhlich, ist auch komisch. Der ist eigentlich immer sehr grummelig gewesen, der Cogsworth. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie im Himmelswillen das alles zusammengehört. Na gut, wir können nochmal Teile zusammensetzen, die offensichtlich zusammengehören. Flamme auf das goldene Teleskop. Wir haben eine Fackel. Das macht Sinn. Das sind offenbar die Tischbeine. Wenn ich so auf das Cover schaue, auf das winzige Bild dort. So, gelb ist offenbar die Tischplatte und das sieht sogar aus, als wäre es schon halbwegs zusammengebaut gewesen. Das Runde gehört aber nicht auf den Tisch. Das Runde gehört zur Rose. Okay. So, aber die Fackel gehört auf den Tisch. Genau. Ah, da kommt noch was zu. Da kommt noch der weiße einmal eins dazu, der leider, wie gesagt, kein Gesicht drauf hat. Das wäre noch schön gewesen. Dann hätten wir einen Lumière basteln können, der wirklich schwer zu finden ist. Aber das habe ich gerade eben schon gesagt. So. Dann kommt ein Croissant auf den Tisch. Ach so, der Tisch kommt noch auf seine Beine. Das hilft beim Tischsein ungemein, wenn man Beine hat. Madame Poutine kommt da drauf mit, ja, der violetten Blume obendrauf. So, jetzt ist sie auch komplett. Und der kleine, nicht Tassilo. Du gehst wieder drauf. So, einmal Tisch. Durchaus, das kann man sich in sein Schloss stellen, wenn man eins hat. Wenn man keins hat, keine Ahnung, in den Gartenschuppen. So, Rose. Und plopp. Wisst ihr, was mir auffällt bei Die Schöne und das Biest Sets, ist, dass wir immer noch die Rose in dem Dom haben. Jedes Mal dabei. Und wenn das Biest dabei ist, dann ist es auch in seiner Biestform, nicht in der Prinzenform. Mit anderen Worten, in der Welt von Lego ist das Biest, der Fluch des Biests, nie gebrochen worden. Was Sinn macht, weil sonst wären nämlich diese ganzen Charaktere alles wieder Menschen. Das ist etwas beunruhigend. Und ich weiß nicht, ob es bedeutet, dass bei Lego niemand den Film gesehen hat. Oder es bedeutet, dass das vorher spielt. Meine Lieblingsinterpretation ist aber tatsächlich, niemand hat den Film gesehen. Und die wissen gar nicht, dass die... Oder es ist ein Paralleluniversum, wo der Fluch nie gebrochen wurde. Für ewig wird das Biest in der Biestform bleiben und die Diener in der Hausutensilienform. Es wird niemals der Fluch gebrochen. Das ist eine verdammt dunkle Version der Geschichte, die Lego-Disney-Prinzessinnen da haben. Aber, Moment mal, das heißt auch, Belle ist noch keine Prinzessin, weil sie das jetzt wurde, nachdem sie den Prinzen geheiratet hat. Damit gehört sie auch zu den Nicht-Prinzessinnen-Prinzessinnen. Genauso wie Mulan und Ellen Ripley. Interessant. Wir entdecken hier also eine tiefere Geschichte, als wir dachten. Hinter Die Schöne und das Biest und den Lego-Disney-Prinzessinnen. Oh, guck mal, ist eine braune Schießlaube übrig. Es wird langsam eine interessante Welt. Das ist nettes Zugeflimsel, kann man natürlich zum Schloss stellen. Es ist schön, dass wir Cogsworth mal bekommen in einem Set, das... Nee, das ist ja nicht unter 20 Euro. Das ist original tatsächlich 20 Pfund und damit ungefähr 25 Euro. Trotzdem schön Cogsworth bekommen zu haben. Jetzt fehlt nur noch Lumière. Ja, nee. 20 Euro, nicht Euro, 20 Pfund. Muss ich immer dran denken, weil die Umrechnung könnte was anderes ergeben.
Ich sehe das Ding aber auch in Deutschland nirgends mehr in den Geschäften. Der ist jetzt bei TK Maxx aufgetaucht, weil bei TK Maxx haben die gerade neue Flure Lego-Bücher bekommen, weil offenbar irgendwo in England ein Buchhändler pleite gegangen ist. Da gibt es jetzt zurzeit relativ viele englische Lego-Bücher und auch die großen Lego-Kisten. Ja, diese, wo man Lego-Steine reintun kann, die selber riesige Lego-Steine sind, die man aufeinander stapeln kann. Die sind super. Wenn ihr TK Maxx habt, schaut mal, ob die die noch haben, weil die Dinger sind wirklich sehr gut. Der einzige Problem ist, dass man die halt so stapelt, dass man den Deckel nicht aufkriegt, während sie unter anderen stehen. Aber insgesamt stylischer Look, schöne Kisten. Kann man nichts gegen sagen. Das Ding hier ist selbst für 8 Euro noch überteuert, ganz im Ernst. Also das Buch, okay, Kinderbücher sind halt relativ teuer. Es ist relativ hochwertig gemacht. Die 3D-Spielszene, wenn sie denn dabei wäre, wäre gut. Dann, ja, okay, komm. Dann ist 8 Euro vielleicht in Ordnung. Die 20 Pfund, die es ursprünglich heißt, auf keinen Fall. Nein. Nein, definitiv nicht. Aber hey, dafür bin ich ja da, um solche Dinge rauszufinden. Immerhin habe ich Nitzen Cogsworth und ihr nicht. Bis dahin.